Heute möchte ich euch nur zeigen, wie man diese Papiertütchen macht. Und wir brauchen dazu eine Schere oder ein Messer und Backpapier. Wenn wir uns ein Stück abgeschnitten haben, halten wir das einmal in der Mitte. Und dann nochmal. Und so habt ihr dann 4 Quadrate. Und wenn ihr es jetzt nicht, also wenn es eher ein Rechteck ist, könnt ihr es dann auch so falten. Und dann immer an der Kante wieder entlang schneiden. Und wenn ihr eure Dreieck habt, ist auch nicht so schlimm, wenn hier ein Stück fehlt. Dreht das so auf den Kopf. Führt das eine hierher, die eine Ecke, zur anderen Ecke. Andere einmal rum. Führt es halt so lange zusammen, bis ihr hier so wie einen Trichter habt. Und dann könnt ihr hier die Ecke einknicken. Und schon habt ihr auch das kleine Papiertütchen. Jetzt zeigt das nochmal. Die Ecke. Bis hierher. Hier auch bis zur Mitte. Und einmal umknicken. Ihr könnt es auch andersrum machen. Ohne Ecke hier oben hin. Erstmal immer so halten. Dann nehmt ihr euch diese Ecke. Haltet es erstmal mit der anderen Seite fest. Und wenn ihr euch unsicher seid, dreht es einmal um. Dann habt ihr den Schnippel hier. Und der muss hier runter. Zu der anderen Ecke. Wichtig ist, dass ihr dann hier mal festhaltet, dann geht es auch nicht mehr auseinander. So könnt ihr auch hin und her schieben, könnt ihr über die Öffnung entscheiden, ob sie eher groß sein soll oder klein. Ihr könnt es aber auch ganz zusammenschieben und dann später mit der Schere abschneiden.
sehen meine aus. Und wofür ihr sie braucht, seht ihr in dem anderen Video von heute. Bis bald. Tschüss.